Hollywood-Legende Kirk Douglas ist tot. Der Schauspieler starb im Alter von 103 Jahren, wie sein Sohn Michael Douglas mitteilte, der selbst ein Filmstar ist. Kirk Douglas gilt als einer der größten Darsteller der Filmgeschichte. Seine wohl bekannteste Rolle war die des Titelhelden im Film Spartacus, Stanley Kubricks Monumentalfilm von 1960 über den Anführer des Sklavenaufstands im antiken Rom. Douglas wuchs als Sohn russischer Einwanderer in ärmlichen Verhältnissen in New York auf. Schnell machte er Karriere, zunächst am Theater und dann im Film. Insgesamt trat Kirk Douglas in mehr als 80 Filmen auf. Trotz seines Ruhmes bekam er, im Gegensatz zu seinem Sohn Michael, für keine seiner Rollen einen Oscar. Erst 1996 verlieh ihm die Filmakademie einen Ehren-Oscar für sein Lebenswerk. Die Nachricht von seinem Tod sorgt für Betroffenheit und Anteilnahme. Goodbye an eine Hollywood-Legende, heißt es zum Beispiel von der US-Filmakademie. Trauerbekundungen kommen unter anderem auch von Regisseur Steven Spielberg und von Schauspieler Danny DeVito.